Der Hohe Rat trat zusammen und suchte nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Der Satan aber ergriff Besitz von Judas, genannt Iskariot, der zu den Zwölfen gehörte. Er beriet mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Jesus verließ Jerusalem und ging zum Ölberg, um zu beten. Betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Judas Iskariot verriet Jesus für nicht mehr als 30 Silberstücke. Jesus wusste, dass die Stunde seines Todes für die Sünden der Menschheit nahe war. Und er betete. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger, und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte. Wie könnt ihr schlafen? Steht auf und betet, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Judas. Mit einem Kuss verrätst du den Menschensohn? Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Schnell, nehmt ihn fest! Hört auf damit! Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt nicht versucht, mich festzunehmen. Aber das hier ist eure Stunde. Weil die Finsternis jetzt die Macht hat. Kommt schnell, wir müssen fort. Nehmt ihn fest!